Moin zum neuen Guide für Genshin Impact. Zuallererst, die Quest bekommt ihr bei diesem NPC hier und der steht dort auf der Karte. Und nachdem ihr seine Quest angenommen habt, kriegen wir zwei Items. Und auf diesen zwei Items sind jeweils auch Bilder drauf. Und da zeige ich euch jetzt, wo man genau hin muss, um das Rätsel zu lösen. Das erste, was ich euch jetzt zeige, gehört zu diesem Bild hier und befindet sich auf der Karte dort, wo wir gerade stehen, genau in der Nähe dieses Teleporters hier. Nun zeige ich den Ort, der zu diesem Bild hier gehört und der ist ebenfalls in der Nähe eines Teleporters, nämlich dem hier. Und hier kann man dann halt auch die beiden Sachen einsammeln. Einmal hier, dass man sieht, wie das Bild gemacht wurde und hier rechts das Ding zum Einsammeln. Nachdem ihr dann die Dinge abgegeben habt, müsst ihr noch einen Stein finden. Der befindet sich nicht weit entfernt vom Questgeber. Ihr habt einen Stein von ihm gekriegt und einen habt ihr jetzt gefunden. Und beide Steine müsst ihr jeweils in einer der Statuen oben einsetzen. Nachdem ihr dann die Steine reingepackt habt, dann einfach hier diese Herausforderung starten, die drei Gegner umhauen und schon habt ihr dann das Ganze abgeschlossen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein!